Oh, der ist einer drin. Down. Kollege ist hier vorne. Hit. Ich muss mein Speer wiederholen. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Patch-Notes-Gameplay-Video. Ich werde jetzt mit euch einfach mal den sehr überraschend gekommenen Patch 1.16.2 durchgehen. Und danach seht ihr noch ein bisschen Gameplay, wie ich den neuen Patch spiele. Und ich kann schon mal direkt vorwegnehmen, ich bin nicht so begeistert von dem Patch. Nicht zwingend wegen den Änderungen, die dazu kamen, sondern weil der Patch auch broken ist. Grafik ist gerade ziemlich verbuggt. Wenn ihr das Spiel schon gestartet habt, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass eure gesamten Grafikeinstellungen alle komplett auf niedrig sind. Und auch wenn ihr es hochstellt, es bleibt niedrig. Da steht zwar dann dran, dass es hoch ist, aber es ist immer noch niedrig. Und dazu gibt es noch wieder diesen komischen Filmgrain-Filter, den es glaube ich schon mit dem letzten Patch oder vorletzten Patch gab. Ja, ich weiß nicht ganz, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie so ein Patch live schafft. Auf jeden Fall direkt gute News, es gibt einen Fix für diesen komischen Grafikbug, allerdings nur für PC. Also Konsolenspieler, ihr habt jetzt leider noch hässlichere Grafik erstmal. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, es ist einfach ziemlich mies. Aber wie gesagt, es gibt zum Glück einen Fix und auch einen sehr, sehr einfachen Fix, den jeder von euch hier gleich machen kann. Auf Reddit hat jemand einen Post gemacht, dass man das irgendwie über die Config-File machen kann. Das funktioniert aber nicht bei jedem. Glücklicherweise gibt es aber einen noch einfacheren Fix, der auch eigentlich bei jedem funktioniert. Den habe ich auch vom lieben Mondkuchenzentrale, mit dem spiele ich auch später in den Gameplay-Runden. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir gehen dafür jetzt einfach mal in unser Steam rein. Dann machen wir Rechtsklick auf Hand Showdown, Properties, beziehungsweise halt Eigenschaften. Und dann seht ihr hier die Launch Options, diese Startoptionen. Ich weiß nicht ganz, wie es auf Deutsch heißt. Und dann seht ihr hier einen Haufen Commands. Ich packe euch die einfach genauso in die Videobeschreibung. Da sieht das Spiel genauso aus eben wie bei mir. Das sind auch die Einstellungen von Micha, also von Mondkuchenzentrale selbst. Falls die euch nicht passt, müsst ihr die ein bisschen umstellen. Da müsst ihr, glaube ich, hier so die Zahlenwerte ändern. Wie gesagt, ich habe es nur von ihm, ich habe keine Ahnung, wie das hier an sich funktioniert, irgendwie kriegt man das bestimmt hin. Aber an sich, wenn ihr das genauso kopiert, dann habt ihr eben folgende Einstellungen, ne? Und das Spiel sieht halt dann so aus, das ist absolut völlig in Ordnung. Wenn ihr das Spiel schon vorher gestartet hattet, ohne diesen Fix, dann ist das ja auf jeden Fall ein großer Augenschmaus, ist deutlich besser. Und ich meine, Micha wird sich dabei auch was gedacht haben, die Grafik so eingestellt zu haben. Ich packe euch das einfach hier in die Videobeschreibung. Einfach da reinhauen, Spiel starten. Es bleibt auch da drin, ihr müsst es nicht jedes Mal wieder reintun. Und ihr habt zumindest mal bis zum Hotfix eine gute Notlösung. So, jetzt kommen wir aber zum Patch an sich. Und es wird interessant, so viel kann ich schon mal sagen. Also gleich zuallererst, was auch die größte News ist. Wir haben den Speer. Und wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, dieser Speer ist ein Tool und keine Waffe. Yeah. Gut, was gibt es zum Speer zu sagen, außer dass das Ding komplett broken ist? Der Speer kommt alleine. Ich habe 2 Stück davon dabei, weil ich Frontiersman dabei habe. An sich kommt er alleine. Und das Ding ist halt eigentlich mehr eine Melee-Waffe, die man werfen kann. Wobei man das eigentlich auch nicht sagen kann, weil der Wurf auch komplett verrückt ist. Aber er ist in jederlei Hinsicht komplett verrückt. 325 Damage macht das Ding mit dem Wurf und 290 Meter soll es angeblich weit fliegen. Ich bin mir unsicher, ob die Zahl wirklich so stimmt, muss ich sagen. Ich werde jetzt meinen Speer nicht wegwerfen, das mache ich vielleicht zum Schluss. Aber an sich, ich glaube nicht, dass das Ding wirklich so weit fliegt. Ich glaube, das ist ein Typo. Auf jeden Fall 325 Damage, 290 Meter soll es angeblich fliegen. Es fliegt auf jeden Fall ziemlich weit und dazu fliegt es auch mit 60 Meter pro Sekunde. Zum Vergleich. Wurfmesser und Tomahawks fliegen mit 30 Meter pro Sekunde. Aber unabhängig davon fliegt das Ding nicht nur schnell, sondern es kommt auch verdammt schnell raus. Sowohl beim Wurf als auch beim leichten Stich. Vor allem beim leichten Stich und auch beim starken Stich. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, und die Damage-Zahlen eben 105 Damage beim leichten Stich, 280 Damage beim starken Stich, was übrigens genau dieselbe Menge ist wie beim Katana. Wenn ihr mit dem Katana zustecht, macht es auch 280 Damage. Gut, fangen wir am besten mal mit dem Wurf an. Es ist eigentlich völlig egal, auf welche Entfernung. Das Ding killt, egal was ihr trefft. Völlig egal, ob Arm, Bein, Kopf sowieso. Und die Range davon ist eigentlich auch ziemlich egal. Ist völlig egal, wo es landet. Der Hunter stirbt. Man kann also sagen, dass ihr quasi eigentlich immer einen Crossbow mit dabei habt. Ihr seht auch, wie schnell das Ding rauskommt. Also, ich mache das Ding ready und ich werf so schnell es kann.
Und jetzt müsst ihr euch quasi vorstellen, keine Ahnung, jemand ist hinter euch, ich renne hier rein. Ich weiß, er kommt, er hat eine Shotgun, ich mache einfach den hier. Und er ist tot. Und das funktioniert sehr gut. Das war es aber nicht mehr mit dem Speer. Mit dem Ding kann man natürlich auch zustechen. Und gleich vorweg, es hat die exakt selbe Range wie Bayonets und Riposte-Varianten. Übrigens, alle Bayonets und alle Riposte-Varianten haben genau dieselbe Range, auch wenn es keinen Sinn macht, weil die Waffen unterschiedlich lang sind. Es hat alles genau die gleiche Range, nämlich 3 Meter. Die Pitchfork, also die Heugabe, hat auch 3 Meter. Beim Saber und Katana weiß ich es gerade gar nicht. Aber an sich, hier, na. Bayonett. Und jetzt kommt der Speer. Lighted. Lighted hat auch 3 Meter. Und der Heavy Hit auch. Ja, das war es allerdings nicht mit den Melees. Hier nochmal kurz um. Das ist der ausdauerlose Schlag. Auch absolut benutzbar. Und ihr könnt damit eben quasi alles killen. Ganz entspannt. Jetzt ist nur die Sache. Das Ding mit dem Ausdauerbuff. Bevor ich auf den Ausdauerwurf an sich eingehe, gleich noch hier. Große Spritzen und kleine Spritzen unterscheiden sich nicht mehr nur davon, dass kleine Spritzen einfach nur schlechter sind, sondern kleine Spritzen wurden gebufft. Hier als Beispiel, das ist die große Spritze, die haue ich mir rein. Mhm, alles soweit normal. Und jetzt achtet darauf, wie schnell ich mir die kleine Spritze reinhaue. Das ist ein Unterschied. Hier nochmal, große Spritze. Und kleine Spritze. Also ich denke nicht, dass ich hier einen Timer einbauen muss. Ich glaube, man merkt auch so, dass das verdammt schnell ist. Super Change, vor allem, weil man ja kleine Witchshots auch in Toolboxen und Hunterleichen sowas finden kann. Die sind jetzt tatsächlich, also die haben jetzt sogar einen Zweck. Ist cool. Also ist eine der Changes, die ich mag tatsächlich. So, jetzt haben wir aber einen Ausdauerbuff. Schaut einfach. Das ist der leichte Schlag. Ihr seht, wie schnell er rauskommt. Ja, Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Das ist der Speer, meine Damen und Herren. Heavy Hit ist natürlich auch super. Kommt auch sehr schnell raus. Funktioniert wunderbar. Ja. Und ich meine, wenn ihr keine Ausdauer habt, man kann das Ding ja werfen. Und wie gesagt, es ist völlig egal, was ihr trefft. Übrigens auch zum Speer und Werfen. Ihr seht die Sprinte, ne? Ich kann damit sprinten. Und werfen. Im Sprinten. Nur damit ihr Bescheid wisst, das geht mit keiner anderen Waffe. Weder Tool noch Waffe. Wenn ich das mit meinem Wurfmesser versuche, laufe ich. Mit meiner Waffe, ich laufe. Pistole, ich laufe. Speer, ich sprinte weiterhin. Das ist der Speer. Wir haben ein Tool, das quasi jede andere Melee-Waffe, nicht nur Tool, sondern auch Waffe, eigentlich komplett outperformt. Wir können es benutzen, während wir sprinten. Selbst der ausdauerlose Schlag kann benutzt werden. Man kann damit übertrieben schnell zuschlagen. Und dabei hat das Ding nicht mal eine ordentliche Animation, wenn man zwei Speere hat. Passt auf, schaut euch mal die Animation an, wie ich meinen zweiten Speer raushole. Das spawnt einfach in meiner Hand. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das ist ziemlich verrückt. Das Ding ist komplett OP. Also ich sag, wie es ist, das Ding ist komplett OP. Und jeder, der was anderes sagt, ich glaube, der hat noch nicht ganz verstanden, was der Speer eigentlich alles kann. Alleine halt schon das hier. Ne? Ja, so klar, ich muss den Kopf treffen, um Hunter zu killen. Aber es ist auch nicht so schwierig, den zweimal abzustechen. Das ist nix. Und selbst ohne Ausdauerbuff ist das Ding sehr gut benutzbar. Ich habe es gestern auch ohne Ausdauerbuff gespielt und das geht dennoch. Also es ist nicht so, dass es ohne Ausdauerbuff trash ist. Es ist halt mit Ausdauerbuff komplett verrückt. Der einzige Nachteil ist, dass man keinen Konstantin entfernen kann. Das war es eigentlich. Armors könnt ihr damit in den Fuß one-shotten. Immolator könnt ihr one-shotten. Für Meatheads braucht ihr 3 Würfe und 3-mal rausziehen, um die zu töten. Gegen Bosse ist das Ding komplett verrückt. Mit dem Wurf komplett verrückt. Ja, das ist das Speer, meine Damen und Herren. Benutzt ihn, solange er noch so stark ist. Denn ich hoffe sehr, 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 dass der bald genervt wird. Weil das Ding ist komplett verrückt. Es macht Spaß, das Ding zu spielen. Es ist lustig. Aber ich möchte es nicht jetzt für immer so behalten. Es muss ganz dringend genervt werden. Und ganz ehrlich, so gut wie der Speer ist, weiß ich auch nicht, wie praktisch das ist, dass das ein Tool ist. Es
fühlt sich wirklich, also es sollte vielleicht sogar echt eine Waffe sein, weil das Ding ist komplett verrückt. Aber gut, so wie zum Speer. Ich habe jetzt lange über den Speer geredet, es gibt auch eine Menge zum Speer zu erzählen. Probiert ihn aus, habt Spaß damit. Kommen wir zu anderen Changes. Nämlich habe ich nicht umsonst die Krack-Bajonett mit dabei. Folgendes, ihr seht hier, die Krack macht 124 Damage. Da steht er noch dran. Eigentlich macht sie jetzt 126 Damage. In alter Critic-Manier wurden die Stats nicht überarbeitet. 126 Damage macht das Ding jetzt und es hat auch 12 Schüsse zum Nachladen. Also statt 8, wir haben jetzt 6 Kugeln in der Waffe selbst drin und 8 zum Nachladen gehabt. Jetzt sind 6 Kugeln und 12 zum Nachladen, insgesamt 18. Das ist somit auch mehr als Lebel, Mosin, Mako und Bethier. Ihr werdet sehr viele Krack sehen in nächster Zeit. Vor allem Krack-Bayonets. Denn Bayonets und Riposti-Varianten haben nicht mehr die Penalty auf Sway. Also das Ding ist genauso stabil wie eine normale Krack. Und das gilt halt eben für alle Riposti- und Bayonet-Varianten. Dazu kosten auch alle Waffen mit Melee-Attachment, also Brawlers, Bayonets, Ripostis, Hatchets, Talons, kosten alle nur noch $10 mehr als die Standardvariante. Und das reicht auch immer noch nicht, denn alle Melee-Attachments wurden auch noch gebufft, was Ausdauer angeht. Ihr seht hier ganz unten rechts, 25 Ausdauer verbrauche ich mit einem schweren Stich. Ich habe jetzt halt eine Ausdauerspitze, deswegen kann ich es nicht zeigen, aber ich kann an sich 4-mal zuschlagen. Die Brawler-Varianten können sogar 10-mal zuschlagen. Und dazu wurden Brawler-Varianten auch noch ein bisschen mehr verbessert. Die Animation ist jetzt deutlich flüssiger, man kann schneller zuschlagen, fühlt sich deutlich besser an. Dasselbe geht auch für Talon- und Trauma-Varianten, die schlagen jetzt auch flüssiger zu. Ich habe hier in der Shooting Range leider keine Talon oder Trauma, glaube ich, deswegen kann ich das jetzt nicht zeigen. Ich weiß nicht ganz, was der Sinn dabei ist, was sich Craddock dabei gedacht hat, Bosse stärker zu machen, indem man die ganzen World-Waffen in Boss-Compounds seltener macht, dass sie da seltener spawnen. Aber jetzt sind halt Melee-Attachments so total verrückt und wir kriegen halt das most broken Tool überhaupt, mit dem du halt Bosse komplett ausradierst. Ich verstehe die Logik überhaupt nicht. Aber gut, ist jetzt halt so. Ist allerdings auch nicht der einzige Change. Und jetzt kommen wir zu den zwei Changes, die ich wirklich gar nicht mag. Nämlich wurde Dumdum und Flechette genervt. Bei Dumdum und Flechette ist es auch so, dass je weiter euer Ziel weg ist, desto geringer wird der Blutungseffekt. Davor war es so, mit der Springfield, Centennial und Drilling, also den Medium Ammo Rifles, habt ihr immer Heavy Bleed hinzugefügt, egal wo ihr getroffen habt oder aus welcher Entfernung. Jetzt ist ab 40 Meter Schluss mit Heavy Bleed und ab 80 Meter ist es nur noch Light Bleed. So, ich habe jetzt hier die Centennial mit Dumdum geladen und schau mal hier, 55 Meter, das ist halt jetzt schon Medium Bleed. Ihr seht, 6 Blutungsdamage. Und wenn wir jetzt einfach mal den hier anschauen, was sind jetzt hier? 182 Meter, klar, das ist weit weg. Aber man sieht jetzt auch hier nur noch minus 3, also leichte Blutung. Wie gesagt, ab 40 Meter Medium und ab 80 Meter ist es nur noch Light. Ich weiß nicht, warum diese Änderung nötig war. Ich finde, es hätte eigentlich völlig gereicht, einfach nur Dumdum von der Centennial und von der Drilling, meinetwegen auch, einfach wieder zu entfernen, dass die Springfield die einzige Medium Ammo Rifle ist mit Dumdum. Stattdessen hat mir jetzt die komplette Munitionsart genervt, womit sie auch für Pistolen einfach nicht mehr so gut ist. Man hat halt lieber die ganze Munitionsart genervt, was finde ich gar nicht nötig war, denn dieser ist auch selbst bei den Medium Ammo Rifles, also Centennial, Drilling und Springfield, ist es so, Medium Ammo verliert ab 20 Meter kontinuierlich Schaden und auf 80 Meter, wo man nur noch leichte Blutung hinzufügt, macht man ohnehin nicht mehr so viel Damage. Auf eine hohe Entfernung ist Dumdum kein Problem gewesen. Also warum wird es auf hohe Entfernung jetzt genervt? Ich hatte wenigstens den Heavy Bleed davon. Es war wenigstens, yo, ich habe getroffen, ich weiß, der blutet jetzt stark. Wie viel mir das davor gebracht hat, sei mal dahingestellt. Es war auf jeden Fall nicht so dramatisch. Und unabhängig von allem, es gibt ja auch den Trade Bloodless. Der sorgt ohnehin schon dafür, dass ich nur noch leicht bluten kann. Also warum wird Dumdum so krass genervt? Und dazu ja auch noch Flechette. Für Flechette geht ja dasselbe. Wobei Flechette da ein bisschen weird ist. Flechette ist halt eine Midrange-Munition, funktioniert gut auf 40 Meter eigentlich immer noch, teilweise 50 Meter, je nachdem. 25 Meter, ein Schuss, 91 Damage und Heavy Bleed. Quasi alles normal. So, genau 50 Meter. Gehen wir vielleicht auf 51, so. Schießen wir da mal ab. Okay.
weiß gerade nicht, wo der erste Schuss hinging, aber okay. Ist halt auch ein schlechter mit 35 Damage, aber auf jeden Fall Medium-Blutung, man sieht's. Wir probieren das mal nochmal. Ich weiß nicht, was jetzt da mit dem ersten Schuss schief ging. Okay, genau 50 Meter. Wieder 35 Damage. Medium-Bleed. Ich habe das halt gestern schon mal getestet, da ging es ja 50 Meter noch gut. Eigentlich hatte ich das dann mit dem Spectre getestet. Was haben wir hier? 48, 49, 59, 51. Okay, scheint so, als würde die Rival... Wow, nur Lightbleed sogar? Krass, okay. Ja gut, also ich hätte halt jeden dieser Dummies vorher immer Heavy Bleed hinzugefügt. Und beim Damage bin ich mir jetzt unsicher, das ist halt auch Glückssache bei Flechette. Ja, der zweite Schuss war halt 46 Damage. 67 Meter. Wird es auch nur Lightbleed sein? Nein, ist sogar Heavy Bleed. Also Flechette ist weird. Zu Flechette kann man noch wenig sagen. Ich muss das MP4P nutzen, weil bei den Dummies ist halt auch die Sache, die stehen halt still dran. Trifft man halt besser. Das ist natürlich jetzt wieder zu weit weg. Man trifft halt Dummies an sich deutlich besser. Gut, dass ich mein Dragon Breath vs. Flechette wieder noch nicht gemacht habe, denn sonst würde mich das jetzt ziemlich aufregen. Also Flechette ist momentan sehr weird und man muss das Ingame testen. Zu Dumdum kann ich auf jeden Fall sagen, dass Dumdum jetzt ziemlich underwhelming ist und unnötig genervt. Hätte einfach nicht sein müssen. Hier 53 Meter. Ja, 45 Damage. Was machen wir jetzt? Ja, Medium Bleed. 49 Meter. 29 Damage. Light Bleed. 29 Damage. Light Bleed. 44 Damage. 29 Damage. Medium Bleed. Ihr merkt, Flechette ist jetzt einfach nur komisch. Davor war es immer so, ja, okay, Flechette hit, er blutet, man weiß Bescheid. Entweder, also, wenn er hat entweder Blattes oder blutet gerade stark. Jetzt ist es einfach nur komisch. Ja, und dazu übrigens auch als kleine Side-Info. Ich weiß nicht, ob das schon vorher so war. Die Centennial Shorty kann gar nicht mehr Heavy Bleed hinzufügen, obwohl es eine Medium Ammo Rifle ist. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war, ob die Science da anders behandelt wurde. Die normale Centennial Shorty und die kleine Drilling fügen beide immer noch Heavy Bleed hinzu, nur die Centennial Shorty Silencer anscheinend nicht mehr. Völlig egal, welche Range. Habt ihr eben gesehen, ich kann direkt vor dem stehen. Es bleibt beim Medium Bleed. Ja, dann gibt es noch eine weitere Änderung, die ich wirklich extrem beschissen finde sogar. Die ist vielleicht an sich jetzt nicht so dramatisch, aber ich finde die einfach nur unnötig und nervig. Immolator sind jetzt quasi komplett immun, kann man eigentlich fast schon sagen, gegen Poison Ammo. Ihr braucht jetzt, um einen Immolator zu töten, mit einer Poison Silencer eine Gant. Ich habe 4 Schüsse gebraucht, um einen Immolator mit einem Headshot zu killen. Und gegen Poison Clouds sind sie tatsächlich komplett immun, die machen gar keinen Schaden mehr. Mit einem Poison Hand Crossbar muss ich jetzt 5-mal direkt den Immolator treffen, damit er stirbt. Ja, ich verstehe diesen Change nicht, ich weiß nicht, warum das nötig war. Ich finde es vollkommen unnötig und super nervig. Aber hey, Immolators sind ja auch ein Elite-Mob. Die müssen ja auf jeden Fall schwieriger zu töten sein. Denn das war vorhin dieses Problem, dass man die mit Poison Ammo gewone-shottet hat. Yes. Genau, ich glaube, damit haben wir eigentlich auch den Patch durch. Genau. Wow, auch richtig big. Man hat ja 2 Fusies mehr. Und Fusies und Flares brennen länger. Ah ne, nur Flare-Pistol und Starship brennt länger. Fusies brennen nicht mehr länger. Okay. Perfekt, super wichtig. Ja, Poison Emulator haben wir. Hier sieht man es auch wieder schön. Die guten Elite-Mobs. Mhm. Und es gibt halt neue Skins. This will be our last Content Patch prior to August 15th. Ja, toller Content. Wir haben einen komplett OP-Speer, komische Änderungen und bugged Grafik und 5 Legendaries. Geil. Ich habe wirklich inzwischen sehr Angst, was am 15. August passieren wird, wenn man sich diesen Patch anschaut. Aber mal schauen. Vielleicht wird es sogar ganz gut. Wir bleiben positiv, hoffentlich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay rein. Ich werde versuchen, diesen Part hier so kurz wie möglich zu schneiden. Aber es gibt halt, auch wenn der Patch kurz ist, gibt es halt schon viel zu sagen und viel zu kritisieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay des Curse Patch 1.16.2. Einer down. Kollege ist hier vorne. Hit. Muss mein Speer wiederholen. Ist nach rechts weg. Wow, Headshot. Ich habe ihn aber auch einmal getroffen. Oben, unten?
Unten in der Tür. Alter. Letztes auf der Hauptstraße hinten nach rechts weggelaufen. Der wird auch gesperrt. Alle werden gesperrt. Oh, rechts von mir? Oh, hinter uns. Okay, der. Nee, das ist eine. Doch, ist echt. Oh, das ist der. Ah, neues Team. Oh. Gut. Okay, FPS, wo sind wir FPS? Batterie. Nee. Ich hab keine Resilience, das bringt nichts. Ist jetzt schon wieder ein Hive drin, what the fuck? Mein Speer verloren. Junge, woher kommen diese ganzen Mobs? Hat mich voll erschrocken. Junge, ich hab halt auch FPS-Drops, ne? Meine FPS-Kacken auch total ab. Ach du Scheiße. Macht das gerade eher zum Löschen und, keine Ahnung, ablenken. Genau auf meiner Leiche. Tja, ich hab keinen Speer, was mach ich jetzt? Hast du einen Choke-Titel? Nee, normale nur. Oh. Aber die kann vielleicht auch was bringen. Wie gesagt, Sparks. Es ist so verzögert. Geiles Placement. Geil, ich höre mich brennen. Okay. Da passieren Dinge. Job. Da oben. Oh Mann, Headshot.
Oh, sehr schön. Eine Double Tap. Oh. Ah, ist noch einer. Huhu. Wie ist der rumgesprungen? Passt es? Weiß es nicht. Ich habe halt keine Hitmarke-Anzeige und nichts, aber die haben mich getötet. Oh mein Gott, Fall. Du spielst hier ohne Hard, das habe ich vergessen. Ja. Ich habe nichts gesehen. Was zum Fick war diese Runde? Was? Ich versuche den zu flanken. Ja, wir sind hier fucked auf der Position. Michael, lass mal. Okay. Oh, neues Team, Leute. Leute, neues Team. Ihr müsst, glaube ich, schnell zu mir kommen. Ja. Eine Hit. Eine Down. Da, glaube ich, die Sparks. Die sind beide auf mich. Aus dem Compound raus, also die Enderleiche ist hier komplett alleine. Sollten eh auf die andere Seite wegen dem neuen Team, ne? Ich könnte die anzünden. Ja, ihr solltet halt wirklich ganz dringend zu mir kommen. Okay, ich bin auf dem Weg zu dir. Sonst werde ich vielleicht gethirdpartied. Ja, die sind schon bei mir. Haben eine Speere. Ja, natürlich. Oh boy. Hat funktioniert, der Speer. In der Mauer. Alter! Das ist so lustig. Leading ist ein Tenge. What? Seine Lieblingswaffe gefunden. Alter, Inan. Das. Kannst du mich Leise. Zuerst holen vielleicht? Leise bitte. Achso. Das ist niemand. Hä? Das ist niemand. Ja, noch Steps. Noch Steps. Der Bladeseer, ja. Der sieht die Sachen. Ja, okay. Das ist nur gerade gewundert. Ich hab noch einen Balken. Oh, der bei mir! Hit! Das Hit! Das vom ersten Team noch. Der war direkt bei mir, ne? Schade. Nee. Der war direkt neben mir. Schade. Ciao. Wieso hörst du mich nicht, Bro? Ciao.
Wo ist mein anderer Speer? Da. Ja, der hat gerest? Ich dachte, es wären schon zwei. Gerade gehealt einfach nur. Oh, da ist noch jemand. Schneller werfen. Warum werfe ich nicht? Warum werfe ich nicht? Sehr verwirrt. Bin sehr verwirrt. Das ist krass. Kann ich mein Speer wieder haben? Ich hab mein Speer eigentlich gern wieder. Das ist schon krass. Ach, Papa, da liegen ja ganz viele Speere von mir, kommt mir gerade. Aber kein Serpent. Das war kein Serpent. Hört man Serpent nicht mehr? Schade.
ein Speer, das wächst. Bisschen blöd. Nice. Okay.